Hallo liebe Konfuzeier, hier ist sie wieder, eure Josie. Heute mit dem Video über die Zubehörteile zum Fototeil meines Kanals. Habe ich euch ja schon angekündigt. Als kleiner Claimer vorweg, alles was ich euch heute hier kurz vorstelle, ist entweder selbst gekauft oder mir geschenkt worden. Nichts davon ist von einer Firma gesponsert worden oder mir zur Verfügung gestellt worden. Es ist alles privat besorgt, so dass es also keine Werbesendung ist. Trotzdem könnte es sein, dass ich mich entscheide, das entsprechend zu kennzeichnen. Dann seht ihr das hier links oder rechts oben eingeblendet. Also starten wir. Ja, womit fangen wir an? Ich hatte es ja schon angekündigt im Technikvideo zur Kameratechnik, dass ich einige Sachen habe, die Technik sind, aber die ich eigentlich zum Zubehör zähle. Dazu gehört zum Beispiel mein Mikrofon. Ich hebe es hier mal gerade kurz hoch. Ja, das hier. Ja, das ist ein Rollei. Und zwar das Rollei Hear Me Mini. Das ist ein Mikrofon, was man sowohl an einer Kamera als auch an einem Handy benutzen kann. Und ja, es ist ein sehr schönes Mikrofon, ist nicht zu teuer, hat neben dem Bubble für das Standmikro auch noch ein Bubble, wo man dann im Wind aufnehmen kann. Das werden wir wahrscheinlich dann nächste Woche sehen. Dazu sage ich euch aber dann später noch mal mehr. Oh, was habe ich als nächstes noch technisch mäßig? Da habe ich noch einen Batteriegriff. Der gehört zu der Kamera, zu der Lumix G81. Das ist der Panasonic DMW BGG1E. Was bei dem Besonderes ist, warum ich den habe, für was man den benutzt, das erkläre ich euch in einem der kommenden Videos. Dann habe ich noch ein drittes technisches Gerät, nämlich einen Blitz. Das ist der Godox TT350. Der ist auch speziell für die Lumix-Kameras gemacht, beziehungsweise für MFT-Kameras. Und was man damit macht und für was ich den benutze, erkläre ich auch in einem eigenen Video. Ja, was habe ich da noch? Ja, dann habe ich da Stiefe. Insgesamt sind es 4 Stück, die ich habe. Eins kann ich euch leider gerade nicht zeigen, das ist das Rollei. Darauf steht nämlich meine Kamera. Und das wäre etwas schwierig, euch das jetzt zu zeigen. Das blende ich dann gelegentlich mal während einer Sendung mit ein. Als zweites habe ich hier das Manfrotto. Das ist das Pixie. Das ist ein kleines Tischstandmikrofon. Auf dem ist das Mikrofon verbaut. Ich hebe es noch mal kurz an. Da seht ihr es. Auch das erkläre ich euch bei Gelegenheit mal in einem anderen Video. Und dann mein absolutes Highlight. Ich habe es ja relativ neu. Ich habe es geschenkt bekommen. Und zwar das hier. Das ist ein richtig schönes Stativ. Ich hebe es mal hoch. Ja. Ist etwas schwerer, aber dafür auch gut geeignet. Das ist das K&F-Konzept. Und jetzt muss ich mal ablesen. Und zwar das TM2515T1. Mittlerweile gibt es einen Nachfolger davon. Der ist aber genauso aufgebaut. Und ja, genau. Das ist ein sehr schönes Stativ. Das werde ich euch bei Gelegenheit auch einmal vorstellen. Genau. So, dann habe ich noch einen kleinen Aufsatz für ein Stativ. Das ist das hier. So. Das ist ein Halter für ein Handy, um es auf ein Stativ zu machen. Das brauche ich zum Beispiel, wenn ich meine Zeichen Strats mache, damit ich euch mit diesem Gerät dann das zeigen kann, was ich auf dem Tisch zeichne. Weil ich sollte ja bei dem Zeichen nicht mich sehen, sondern das, was ich da mache. Genau. So, dann etwas, was viele professionelle Kollegen mittlerweile sagen, das braucht man nicht unbedingt. Und zwar ist das einer meiner Filterarten, die ich habe. Ich habe 2 momentan. Und zwar ist das der UV-Filter. Ich habe hier mal stellvertretend den von Valimax Pro, die 46mm Variante. Das ist für meine beiden kleinen Objektive. Die sind eigentlich heute auch nicht mehr nötig, sondern die sind dafür da, dass das Objektivglas vorne geschützt ist. So, und das zweite, was ich habe, ist ein
Polfilter. Der sieht so aus. Ich nehme mal raus. Ja, so. Der sorgt dafür, dass gewisse Lichtwellen nicht durchkommen. Dadurch werden Spiegelungen abgeflacht. Also es leuchtet nicht mehr so stark. Und das gibt tolle Effekte. Werde ich auch demnächst probieren. Der ist relativ neu, deswegen habe ich damit noch nicht so viel fotografiert. So. Dann, was natürlich jeder Fotograf brauchen soll, und auch jede Fotografin, sind Speicherkarten. Ich habe hier mal stellvertretend 2 Stück. Ich habe meine Speicherkarten einmal im 64 und einmal im 128. Und die beiden sind beide von SanDisk und das sind beides Extreme Pro. Die sind sehr schnell, sorgt dafür, dass man Videos auch relativ gut und schnell aufnehmen kann und alles gut verarbeitet ist. Auch gerade bei Serienbildern ist das unheimlich wichtig, dass die schnell speichern können. Genau. Als letztes, was habe ich da noch? Da habe ich Taschen. Ich habe da auch eine ganze Menge. Am Anfang habe ich mir eine Umhängetasche gekauft. Das ist die hier. Da passt eigentlich alles rein. Sie ist nur mittlerweile, habe ich festgestellt, sehr unhandlich. Wenn man sie umhängt und ich habe da meistens noch einen Rucksack dabei, wo ich Sachen so für mich drin habe. Und das ist ein bisschen viel. Deswegen habe ich die Tasche gleich ein bisschen aussortiert. Die nehme ich nur mit, wenn ich weiß, ich nehme nur diese Tasche mit. Aber sie ist sehr gut. Sie hat sehr viel Platz. Das werdet ihr sehen, wenn ich das dann auch wieder einzeln behandle. Die Tasche, die ich momentan am häufigsten verwende, ist ein Gürtelhalter. Die Kamera passt mit Objektiv hier rein. Ein zweites Objektiv kann man auch unten reinlegen. Da mache ich meistens das kleine von Lova rein. Es passen auch noch ein paar andere Sachen rein. Es sind einige Taschen dran zum Verschließen. Und die nehme ich am häufigsten. Dafür habe ich sogar einen Multifunktionsgürtel. Den sehe ich aber gerade, den habe ich nicht dabei. Den liefere ich euch aber nach. Und weil sie euch jetzt fragt, ja, aber wo machst du denn deine anderen Objektive hin? Ganz einfach. Die kommen hier rein. Das ist jetzt einmal stellvertretend die größte der Taschen von Lionsaid. Das ist eine deutsche Firma. Die macht Taschen, in die man die Objektive reinpacken kann. Mit einem Gürtelclip. Entweder an den Gürtel machen kann oder mit einer Halterung hier. Da sind die Objektive sehr gut geschützt. Man hat schnellen Zugriff drauf. Oben kann man sie zumachen, damit sie auch nicht gleich rausfallen und rausgenommen werden können. Das ist also sehr gut auch gemacht. Genau. So, ja, das war eigentlich auch schon all das, was ich euch heute sagen und zeigen wollte. War ein kleiner, schneller Durchgang. Wie gesagt, für jede einzelne Sache mache ich nochmal ein gesondertes Video, erkläre euch da genau die Sachen. Für was ist das gedacht? Warum habe ich das? Sollte ich mir das auch kaufen, wenn ich Anfänger bin oder nicht? Ich bin Anfängerin, ich habe sie mir gekauft, weil ich einfach so bin, wenn ich mit was anfange, dann möchte ich am liebsten gern gleich alles haben, was möglich ist. Ist ein kleiner Tick von mir und manchmal merke ich im Nachhinein, nee, hättest du eigentlich gar nicht gebraucht, aber ist halt so gut. Trotzdem verlinke ich euch aber auch alle Sachen, die hier drin sind, unten in den Kommentaren bzw. in der Videobeschreibung. Wenn ihr da draufklickt, es sind Affinity Links, heißt, dann zahlt ihr nicht mehr, ich bekäme aber eine kleine Provision, würde mich sehr freuen, wenn ihr das macht. Wie immer natürlich auch, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen hoch und wenn ihr dann natürlich Fragen oder Anregungen habt, unten in die Kommentare. Ich beantworte jeden Kommentar persönlich. Zurzeit kann ich das auch. ja, was wäre da noch zu sagen? Natürlich, wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, abonniert den Kanal und es wäre schön, wenn ihr die Glocke aktiviert, damit ihr auch kein Video mehr von mir verpasst. Das war es soweit vom heutigen Video. Ein kleiner Hinweis fällt mir gerade noch ein, bevor ich das vergesse. Nächste Woche kommt am Sonntag nicht das Video für die Sachen von der Zeichnenarbeit. Das kommt erst übernächste Woche, weil ich bin jetzt die nächste Woche in Urlaub und da habe ich vor, einen kleinen Vlog von meinem Urlaub zu machen und euch den nächste Woche Sonntag dann hochzuladen. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich versuche es einfach mal, habe ich noch nie gemacht. Aber es ist immer mal das erste Mal. Bis dahin, bleibt kreativ und tschüss!